Ja, dann nochmal recht herzlich willkommen. Jetzt haben wir es 10:33 Uhr, wir legen langsam los. Mein Name ist Sven Wischnewski. Ich bin für heute Ihr Referent für das Thema vSphere 7 und die neuen Features mit dazu. Dazu möchte ich erstmal herzlich begrüßen. Ich sehe doch eine ganze Menge, die sich dafür interessieren. Ist ja relativ neu, die Thematik, was wir in den heutigen Zeiten gelauncht hat. Und zumindest bei diesem Wege, wenn wir nicht kommunizieren, stelle ich gleich vor, was wir dann die nächste gute Stunde, knapp anderthalb, damit vorhaben. Erstmal zu meiner Person, zu Wischnewski, bin seit 1, 2 Tagen schon mit VMware unterwegs. Mal gestartet mit der ersten ASX-Version 1.0.1.5, als keiner es wirklich haben wollte, später 2.0 und so weiter. Bin auch immer dabei geblieben, bin VMware-zertifizierter Trainer und auch als Consultant mit unterwegs. Und die Firma Fastlane. Die ist ja dann auch allen vermutlich mehr als bekannt, über die dann diese Veranstaltung dementsprechend hier mit läuft. Und dementsprechend ja auch nicht nur im VMware-Umfeld gut unterwegs, sondern jedenfalls AWS, Microsoft, Cisco ja auch schon mit zu tun gehabt. Oder ich sehe auch ein, zwei bekannte Namen. An der Stelle nochmal Hallo, die mich bei Chat schon kurz angetriggert haben, ja, über die Kurse oder Consulting-Projekte. Auch mal schön, über diesen Wege dann zu kommunizieren. Und ja, wie gewohnt, wenn man als Trainer unterwegs ist, für die verschiedensten Hersteller und auch Fastlane dementsprechend ja auch sehr gute Plattform dafür mit bietet. Sei es jetzt Thema AWS, Google Cloud, NetApp oder natürlich auch Cisco-Thematik. Und wir sehen natürlich auch mit dem Thema Zertifizierung, wenn das für Sie ein Thema sein sollte, unabhängig davon natürlich auch, dass die Kurse miteinander gebundelt sind, auch eine ganz gute Grundlage, dass man sich ein, zwei Workshops dann zum Thema anhört und dann die Zertifizierung auch machen kann. Gleiches gilt auch für VMware, das ist ja auch kurzer Bestandteil mit sein, dass ich zumindest das mal für den VCP, wer das plant zu machen, die Voraussetzungen für den VCP 2020 nochmal näher zu erläutern. Ja, allgemein. Fastlane hier zusammengefasst, Trainingsmodelle, die heutzutage ja doch ein bisschen gechanged haben. Ans klassische Schulungsraumtraining, Klassenraumtrainings, aber aus aktuellen Anlass, vermutlich im Homeoffice gerade auch selber mit sitzen oder die wenigsten der Firma, je nachdem, wie weit es dann schon mit ist. Und Fastlane hat ja schon lange Zeit auch das Konzept aufgegriffen mit den Flexkursen, wer vorher schon nicht reisen konnte oder durfte, oder dann lieber im Heimgebiet unterwegs sein wollte oder im Office. Kann man sich auch per Flex Classroom zuschalten, also klassische Webex-Session und dann on top nochmal im Schulungsraum, dann mit den Teilnehmern auch eine schöne Mischung mit zu haben. Zurzeit sehr stark nach E-Learning-Thematiken, die mehr und mehr greifen und die gesamte Online-Thematik, auch die VMware-Kurse wurden ja komplett umgestellt zu diesem Thema, wie wir später noch sehen werden, je nachdem sich dann langsam die Lage mit entwickelt, aber Fastlane hat auch hier soweit vorbereitet. Hier in Hamburg gerade gesehen, die Schulungsräume dann noch leicht modifiziert wurden, aus Sicherheitsabstand und auch dann die Hygienevorschriften und so weiter, sofern das wieder in den Start gehen könnte, dann auch wieder mit gegeben mit sind. Insofern auch ganz gut aufgestellt, die gesamten IT-Thematiken bis hin zum Talentprogramm, wer das mal auch miterleben durfte, oder auch die Teilnehmer daraus, die entsprungen sind, heute dann auch in großen IT-Firmen mit unterwegs, einfach gezielte Förderung mitzugehen. Ja, was haben wir vor? Zum Thema vSphere 7. Wir haben die Agenda kurz aufgelistet. Geht es im Endeffekt um 6 Teilbereiche, die wir dort mit haben. Und die werde ich in der kurzen Zeit hier einmal einen kleinen Überblick mal mit vorstellen. Circa eine halbe Stunde dann uns die PowerPoint hier die wichtigsten Features anschauen. Danach geht es dann Richtung Trainings. Welche aktuellen Trainingsversionen vSphere 7 gibt es schon? Da sind ja auch die Vorbereitungen gelaufen in den letzten Wochen oder Monaten. Und wir haben erst diesmal fast gleichzeitig an den Start gegangen. Wer schon mal ein, zwei Kurse besucht hat, wird es kennen. So ein Delta-Kurs, What's New, ist wieder mit dabei. Der das mitnimmt zur Version 7, von den 6.7er Versionen. Und natürlich aber auch die klassischen Kurse Install, Configure, Manage, Optimize und Scale und auch der Troubleshooting Workshop sind dementsprechend auch hier Bestandteil
des Kursportfolios in Version 7. Dann, wer Interesse hat oder Zertifizierung machen müsste, das hatte ich ja vorletzte Woche gleich schon den ersten Workshop als New mit gehalten und von zwei Drittel der Teilnehmern, die mussten indirekt Thema Zertifizierung durch auch die Systemhaus-Thematik, Partnerstatus, dann ihren aktuellen Status mit aktualisieren und analog zum WMS Certified Professional DCV 2019 gibt es dementsprechend dann auch die 2020er-Variante. Und da gibt es auch eine interessante Option, so, weil man nicht die Prüfung machen müsste, also zumindest nicht zum Tester hinzugehen oder sie online zu machen, sondern allein durch die Kursteilnahme sich für den GRE zertifizieren zu lassen. Werde ich dann nachher auch nochmal circa 10 Minuten was zu erzählen. Ja, und zum Abschluss, wir haben eine kleine Live-Demo hier noch mit haben von der aktuellen vSphere 7-Version. Da werde ich auch dann zwei, drei Features nochmal gezielt mit vorstellen. Und am Ende, noch Fragen, können Sie dann gerne nachher später noch in Chat mit schreiben. Dementsprechend dann auch einen ganz guten Part mit zu gehen. Und dadurch bedingt dann auch vielleicht noch zwei, drei Fragen hier mit los zu werden mit an der Stelle. Ja, dann starten wir mit einem kleinen Überblick. Jetzt nicht erschrecken. Das ist einmal das, was es an neuen Features, den sechs Säulen, die ich gleich beschreiben werde, dann einmal von VMware-Erneuerung mit gibt. Mittlerweile sprechen sie davon, dass wir das größte Major Release bekommen haben seit den letzten 10 Jahren mit über 150 Änderungen. Und wie wir sehen, allein von den Schlagworten mit hier, doch eine ganze Menge an Changes, die es mittlerweile dementsprechend dann heute mit gibt. Und dadurch bedingt, wenn man es hier mal auf die 6 Punkte mit beschränkt, die man halt sehen kann, angefangen mit Unified Plattform, Developer Service und so weiter, Security Lifecycle Management. Wenn ich immer die wichtigsten Schlagworte schon mal mit anspreche, ist zum einen unten das ganz neue Thema Lifecycle Management. Weiß nicht wirklich Neues. Es ist Altes kombiniert mit neuen Features. Da haben wir den Lifecycle Manager, der im Effekt dann den Update Manager ablöst mit der gleichen Funktionalität. Und dadurch bedingt auch wie Baseline-Features und so weiter alles bekannt mit vorkommt. Aber hier werden wir mit neuen Images arbeiten oder Image-Technologie, sofern man schon auf die Version 7 halt mit abgeredet hat. Dann gibt es auf der rechten Seite die vCenter Profiles, ein bisschen vergleichbar mit den Host-Profilen, wenn ich große Umgebungen dementsprechend mit deployen müsste. Dann den Update-Planer. Das Ganze kurz vorausschickt, die Kompatibilitätsmatrix mit abgleicht und dadurch bedingt uns das Leben auch ein bisschen einfacher mitmachen kann. Aber einfach auf der rechten Seite auch Thema Security, Zertifikatsmanagement wurde auch mal redesigned. Seit den 6.7er Versionen haben sie einen Großteil der Features auch in die grafischen Oberflächen mit verlagert. Und wir sehen auch noch die wesentlichen Zertifikate, wie das Root-Zertifikat und Maschinenzertifikat, wie die internen. Die werden erstmal ausgeblendet werden, die jetzt auch nicht zwingend mehr eine Rolle mitspielen. Neu zukommen sind Trusted Authority und Identity Federation. Worum es da genau geht, werden wir gleich noch in den nächsten Slides mit sehen. Und das sind so die Hauptfeatures zu dem Bereich Security. Dann auch für unsere Entwickler, Tools, API-Integration, haben wir auch einige Sachen mit vSphere integriert bekommen. Auch da ist die Entwicklung schon Version 6.7. Update 1, Update 2 mit losgegangen. Das haben sie auch mal stringent mit fortgeführt, auch in 7er Version noch das ein oder andere Feature noch mit ergänzt. Ja, und dann die größte Neuerung, was hier als Unified Plattform mit überschrieben ist, die Integration jetzt mit vSphere für Kubernetes mitzugehen. Wer von Ihnen schon mit Containertechnologien zu tun hat oder die Entwickler das schon mit planen oder auch schon einsetzen. Und das ist eine interessante Sache. Das heißt, dass der ESX-Server selber als nativer Hypervisor jetzt die Möglichkeit hätte, auch als Container-Host zu fungieren und damit gleichberechtigt für EMS hosten zu können und halt Container-Architekturen. Nicht ganz unspannend, aber nochmal eine eigenständige Thematik. Ja, was gibt es noch zu sagen? Dann
gab es eine Übernahme, eine Firma, die wir mal aufgekauft haben, Thema Bitfusion. Da kann ich halt so viel zu schon erzählen, weil dementsprechend die Möglichkeit hätte, auch GPU-Leistung remote mit abrufen zu können, was vor allem für VDI-Thematiken dann eventuell interessant sein kann. Aber da will ich viel zuhören, aber die Vollständigkeit habe ich ja damit erwähnt. Und dann, was hier unter Core Virtualization mit steht, Changes sich ergeben haben, einmal Hardware-Changes, neue Hardware-Unterstützung, die wir mitbekommen haben. Wie gewohnt in der neuen Version, alt und bewährt, aber halt mit neuer Technologie, wie NVMe oder LMA, also RoCE 2 auch genannt, oder NVMe, was ich über FC mit leider schicken kann. Das sind die Changes, die wir im Storage-Bereich haben. Aber auch altbewährte Sachen nochmal zu changen. Bedingt von Ihnen, die vielleicht noch mit Raw-Device-Mappings arbeiten müssen oder dürfen, gibt es jetzt auch eine Alternative, nennt sich Shared VMDK Support. Wenn ich dann halt im Microsoft Cluster Service, Viola Cluster Service unterwegs bin, die Alternative auch noch mit generieren zu können. So, dann mehr mit Maschinen, neue Hardware-Versionen, auch neue Features, neue Precision Clock-Unterstützung, Watchdog und so weiter. Werde ich dann auch noch zwei, drei Sätze gleich zu mit sagen. Und auch ein altbewährtes Feature. Kann man noch verbessern. Wir haben das V-Motion-Feature und auch das DEAS. Da haben sie die Logik nochmal komplett verändert und dadurch bedingt dann ja auch eine Möglichkeit zu schaffen, auch mit sehr großen Ressourcen arbeiten zu können, weil die maximale Anzahl an Supporting Devices wurde in Version 7 dann nochmal massivst mit erhöht. Ja, starten wir mit dem letzten Punkt hier an der Stelle. Thema Core-Virtualization. Exemplarisch mal als Beispiel zu verstehen und jetzt näher darauf eingehen zu wollen, wenn ich jetzt neue SIG-Server heutzutage mit deployen möchte auf der Basis von 7 und auch meine Hardware-Architektur dementsprechend anpassen möchte, machen wir es wie immer. Das heißt, die aktuellen Kernel-Updates, die Unterstützung, um ein Beispiel mal rauszunehmen für die neuen Fiber-Channel-Karten. Ja, von Marbles, normalerweise war nicht ganz so bekannt, eher Firma QLogic, die wurde ja aufgekauft, ist ja auch die nächste Generation eingeläutet worden mit den 64 Gigabit Adaptern, wer sich damit schon vielleicht ein bisschen beschäftigt hat, oder auch Broadcom mit den 100 Gigabit NIC Adaptern und so weiter. Also hier wieder as usual mit dabei. Jetzt auch ein Blick auf die Support Matrix, kann dann auch nicht schaden. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt Bestandshardware habe oder erweitern möchte, bevor ich dann den Rollout meinen neuen SIG-Server mit plane. Ein Punkt, den ich zu beachten gebe, habe ich hier mit aufskizziert, wäre halt der Part, dass wir halt zu dem Zeitpunkt ein Change haben bei den Boot-Partitions und den Voraussetzungen vom SIG-Server. Weil aktuell Version 7, wenn ich neu deploye, ist Minimum Requirements, brauche ich 40 GB Local Capacity, um meine beiden Bootbanks zu deployen, 2x4 GB. Und das, was wir sonst als CoreNAMP, ProtoLocker oder wo die ISO-Files mit drauf liegen, Firmware-Tools und so weiter, das haben sie halt zusammengefasst, nennt sich dann ESX OS Data Partition. Sehen wir hier auf der nächsten Seite noch etwas besser dargestellt. Und je nachdem, wie ihre Ausstattung ist bei den lokalen Devices. Bei meinen Kunden haben es auch sehr beliebt, die SD-Thematik, wobei Thema Haltbarkeit ist ja auch ein Thema, aber oder Schwenk Richtung kleiner lokaler SSDs, um darauf nächstes so halt mit zu deployen. Dass ich dann heute halt Minimum, wie auch beim Neudeployment, 40 GB brauche. Beim Upgrade wären weniger zwingend erforderlich, dann wird es proportional partitionstechnisch halt angepasst werden. Das überprüft, wie gewohnt, ein kleines Skript. Was ich hier nicht auf die Nase falle, mal so auszudrücken, oder irgendjemand Schwierigkeiten hätte, zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich auf die neue Version zu gehen. Und auch die Upgrade-Schritte sind sehr analog geblieben, als seinerzeit, den es Upgrade auf Version 6.7 gegeben hat, dass wir halt dann direkt Upgrade gehen könnten, bis zu zwei Versionen abwärts kompatibel. Auch Version 6.5 ist ja die letzte offizielle supportete Variante an der Stelle, also die jetzt nächstes das Support auslaufen wird. 6.0 hat es ja dieses Jahr im März geschafft, was ja nicht heißt, dass 6.0 plötzlich nicht mehr funktioniert, aber wenn Sie jetzt Tickets aufmachen sollten, was Sie vielleicht nicht mitbekommen haben,
aktuell. Das heißt, 6.5 oder höher müsste installiert sein. Ja, und wenn die Hardware es zulässt, mein Schritt gehen kann, dann das Upgrade dementsprechend auch auf Version 7 mit zu vollziehen. Das Gleiche wie über die Hardware-Kompatibilitätsseiten oder die Upgrade-Seiten von VMware verifizieren, indem ich dann schlicht und einfach mal meinen Servername mit eingebe, von Dell oder HP oder Fujitsu oder dementsprechend welchen Hersteller Sie bevorzugen, ob der schon für Version 7 dementsprechend zertifiziert und supported mit wäre. In dem Zuge dann auch die neuen Features ein bisschen zu verlieren. Schlagwortartig habe ich dann hier nochmal zwei, drei Dinge mit herausgenommen. Da gab es bis jetzt ja keine Wahlmöglichkeiten. Thema NTP. Konntest du NTP betreiben oder NTP. Mittlerweile ist auch das PTP-Protokoll mit unterstützt. PTP steht für Prison Time-Clock-Protokoll, was wir gegebenenfalls im Finanzsektorbereich mit als Use Case mit haben. Und wenn die Voraussetzungen geschaffen halt mit sind, das war halt gerade der Vorteil vom Precision Clock Time-Protokoll mit an der Stelle, dass er halt dann noch etwas genauer mit ist, mich ne, circa eine Millisekunden in der Range halt mit bleibt. Auch das vielleicht jetzt nicht so der Main Use Case mit dabei, aber auch da merkt man ne, die Anforderungen von Kundenseite her, die wir immer damit erreichen, werden dementsprechend jetzt zumindest in neuen Releases dann auch indirekt mit integriert. Und ein anderes Beispiel, auch nochmal rausgestellt, auch das vermutlich nicht ganz so viele Kunden betreffen. Auch ein uraltes Feature mit Dark Pass.io. Auch da haben sie auch eine kleine Verbesserung gemacht. Dark Pass.io, für die jetzt vielleicht nicht ganz so mit vertraut sind, habe ich die Möglichkeiten, die Device halt direkt mit durch zu mappen, exklusiv dementsprechend für eine virtuelle Maschine zu dem Zeitpunkt und dadurch bedingt deren Ressourcen auch performance-technisch optimal halt abbilden zu können. Aber ich verliere nebenbei merken, Großteile der Visionsfeature dadurch. Was zwingend erforderlich war, wenn ich halt Karten exklusiv durchmappen wollte, ich brauchte zwingend ein Wartungsfenster, weil ich meine ASICs zwar durchbooten musste. Das fällt jetzt weg, also auch so ein kleines Enhancement. Auch ja, an solche Thematiken sind in der Version 7 dann auch mit gedacht worden. Und als letzten Punkt, aber nicht einen technischen Aspekt, sondern Lizenzierung. Also habe ich ja schon mal gesagt, ja, es bleibt alles beim Alten. Nein, tut es nicht ganz. Wenn man zum Beispiel schon die neueste Generation der AMD-Prozessoren hat, die ROM-Prozessoren, die ja bis zu 64 Cores heute aktuell mit unterstützen, dann bleibt zwar erstmal so alles beim Alten, dass ich pro Socket, also pro physikalische CPU, immer noch eine Lizenz brauche. Aber jetzt die Einschränkung, wie wir lesen, sollte jetzt mehr als 32 Cores in einer CPU mit haben, dann brauche ich tatsächlich halt eine weitere Lizenz. Also, wenn ich jetzt ROM als Beispiel nehme, haben die ROM-Prozessor, brauche ich halt zwei Lizenzen, wo ich früher faktisch halt nur eine Lizenz mitgebraucht habe. Also auch da, wie immer, passt es dann halt leicht mit an. Mag man jetzt schmunzeln. Aber je nachdem, wie man es betrachtet, eine höhere Konsolidierungsraten zu erreichen, ist natürlich auch so ein Aspekt, dass man immer mehr System letztendlich dann auf ein dieselbe Hardware heutzutage konsolidieren mit kann an der Stelle. Das ist jetzt erstmal einen kleinen Überblick, was sich an den Core-Geschichten halt mit verändert hat auf ESXi-Seite. Und ebenfalls weitergeführt mache ich das jetzt mit den Virtual Machines, die wir dann ja auch seit Jahr und Tag halt mit kennen. Und das Schema hat sich ja, das ist mein Lieblingssatz immer, seit 1998 nicht wirklich verändert. Und wir emulieren halt weiter unsere dementsprechend Hardware-Devices. Und da sind über die Jahre halt ein, zwei neue hinzugekommen. Uralte bleiben teilweise noch bestehen, wie Floppy-Controller, noch weiß, was überhaupt sowas ist. Oder bei jüngeren Generationen, die kennen zwar noch das Speichersymbol, aber halt nicht mehr zwingend das Device halt mit selber. Und hier in den neuesten Releases haben wir dementsprechend dann auch neue Maximalwerte bekommen. Das wäre zum Beispiel in GA-Version, das wird auch noch kommen. Hier steht noch 6 TB und 256 VCPUs. Die haben wir dann mit Update 267 schon bekommen. Das wird noch massiv nach oben gehen auf 768 VCPUs und 24 TB an Memory. Also auch die letzte VM, die irgendwie zu realisieren sein sollte. Vorher physikalisch kann man dementsprechend dann jetzt auch komplett in der Struktur halt mit abbilden. Dementsprechend eine neue Virtual Machine Hardware-Version bekommen. Haben wir zusammengefasst, die wir im Data Center-Bereich ja gehabt haben. In 6er-Version, die 11er-Version.
12 und 16 waren ja primär dann für die Workstation-Version vorbehalten, also Workstation-Version für PC. Oder wer lieber aus der Apple-Schiene kommt, Fusion, die haben dann die anderen beiden Hardware-Versionen bekommen. Auch hier ändert sich nichts. Das heißt, wenn ich eine E627 habe und ich mache jetzt mit dem Maschinen-Upgrade zu dem Zeitpunkt, ich möchte neuere Features nutzen innerhalb davon M, dann wäre es auch zwingend erforderlich, dass ich tatsächlich dann auch hier noch ein Upgrade mit plane. Also, da wird die Maschine halt selber auf eine neuere Hardware-Version. Umgekehrt, wenn ich halt noch parallel weitere E6er fahre auf Version 6.7 oder 6.5 und ich kann nicht ausschließen, dass die Firmware auch auf den älteren E6ern gehostet werden muss, dann bitte nicht aktualisieren, weil dann kann ich halt bei vMotion oder bei Cold Migration nicht zurück halt umziehen zu lassen. Auch wieder die Frage, muss ich das machen? Ja, nicht zwingend, auch wenn es empfohlen wird bei neuen FEMs. Aber wenn ich halt Features nutzen will, wie zum Beispiel ein Watchdog mit dem Watchdog-Timer, das ist auch neu in Version 7, da muss ich dann zwingend halt dann auch die Hard-Version 17 dementsprechend mit deployen. Wenn ihr nicht so viel sagt, also ist ein Feature, wie wir in einem physikalischen Server auch haben, nennt sich da ASR, wird runtergezählt. Microsoft unterstützt diese Funktionalität und dementsprechend, wenn das Hardware-Device antwortet oder nicht mehr antworten würde zu dem Zeitpunkt, dann gibt es halt einen harten Reset. Und das System fährt wir dementsprechend neu hoch. Und das würde ich dementsprechend hier anpassen in der jeweiligen Hardware-Version. Taucht das Device auch auf, habe ich nie die Hardware-Version, steht das Device dann dementsprechend nicht mit zur Verfügung. Gleiches gilt vielleicht jetzt auch nicht für jeden Kunden dann. Hauptthema, Thema Security. Unterstützt wir immer in Version 17 auch die Intel Software Guard Extensions. Architektur mit dabei, mit Enklaven halt aufzubauen. Wenn das bisschen mehr interessiert, auch bei Intel, gibt es auch ganz coole Thematiken noch mit zu dem Thema. Jo, wenn der Admin das hat, der Entwickler, und sagt, wir brauchen zwingend diese Architektur, dann muss ich natürlich erstmal physikalisch mäßig vorhanden sein. Macht Sinn. Und indirekt dann effektiv dann auch als Virtual Device hier dastehen zu können. Diese Enklave sorgt dafür, dass der Angriffswinkel, der Angriffsvektor letztendlich für die Applikation innerhalb dann des Betriebssystems minimiert wird oder vereinfacht ausgedrückt, wo Private Memory halt genutzt wird und dadurch bedingt den Vektor halt zu reduzieren. Also hier wieder eine ganze Menge Richtung Security auch in dem Bereich mitentwickelt worden. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wenn wir nächsten Punkt Storage uns anschauen, da hat es nicht so viel Changes mitgegeben wie den 6er-Versionen. Da gab es ja sehr viel. Man sechs Versionen zurückgehend hat, Faser, Provider, Vajo, die netten Abkürzungen, die es gegeben hat für die netten APIs, Little Volumes. Und im Wesentlichen sind das zwei oder ich eins noch mitzähle über quasi drei Features. Die Unterstützung für ein NVMe-Devices, die jetzt zuvor primär für lokale Disk mitgedacht waren, hat man jetzt auch für Shared Storage-Technologien mit an den Start gebracht, was ich halt jetzt FC über NVMe halt mitschicken könnte oder NVMe über RDMA. Die Technologie heißt dann Rocky, kurz genannt, also nicht Rocky Balboa, sondern das ist Rocky, die Abkürzung. Und wenn man da auf die Hardware-Kompatibilitätsliste geht, gibt es gerade zwei beziehungsweise letzte Woche ist ein dritter Hersteller hinzugekommen, einer der FC NVMe mit unterstützt, wie zum Beispiel für NetApp, ohne jetzt Werbung für die Firma machen zu wollen. Die dann schon Lösungen halt mit gezeigt haben. Letztendlich funktioniert es genauso wie normale Loons, aber halt die Architektur ist dann ein klein bisschen anders mit dabei. Da hat sich ja Performance-Faktor und so weiter hier eine Rolle mitspielen. Das Farbwert-Channel-Protokoll ist in der Lage halt dann auch, das halt zu transferieren. Das heißt, die Voraussetzungen sind halt recht ähnlich wie vorher auch. Und ich habe hier dann mein Namespace. Namespace dann gleich die Loons mit zu setzen. Und die Config-Seite her mache ich dann von ESXhost. Seite aus, nehmen wir die HBA-Seite aufbauen und dementsprechend das Ganze dann hier mit integrieren. Wenn ich NVMe über RDMA halt mitgehe, dann weitere Konfigurationsschritte nötig, die auf Softwarebasis dann halt noch mit basieren werden. Ja, und auch die Architektur, PSA-Architektur, musste dahingehend angepasst werden. Auch die netten Akronyme, die uns vielleicht ganz so geläufig sind. Pluggable Storage Architecture, zusammengesetzt aus MPP. Multipassing-Plugin und das haben sie halt erweitert zu dem Zeitpunkt jetzt für NVMe-Devices. Das heißt,
was ich ganz dann HPP mit nennt, also Multiparsing in dem Bereich mit zu integrieren. Das sollte man extra nicht nutzen für irgendwelche Spindeln. Haben wir so einen Vergleich. Wenn ich jetzt eine Harddisk habe, High-Performance-Disk, IO-technisch, also ein Input-Output, liegt da so bei 180 bis 200 IOs pro Sekunde. Und wenn ich vernünftiges NVMe-Device habe, ab 200.000 IOs aufwärts pro Sekunde. Das war einfach immer so in den Raum gestellt. Also auch da haben sie halt dann über die redundanten Pfade die Anbindung mit gemacht. Und dann halt noch die Erweiterung für iSCSI, dass ich dementsprechend auch die Möglichkeit habe, über das RDMA-Protokoll dementsprechend hier mit zu arbeiten. Das iSCSI-Protokoll ist halt auch noch sehr neu, beziehungsweise noch nicht so stark mit verbreitet. Und wir haben ja dann auch gleich an seine Virtual Volumes mit gedacht und das Feature dahingehend dann auch mit erweitert. Dafür brauche ich eigentlich dann die Kommandozeilenebene, das ist einer wenigen Features, die aktuell noch nicht über die grafische Oberfläche mit zu konfigurieren werden. Und die bekannten Befehle habe ich auch mal kurz mit aufgenommen, die ESX-CLI-Befehle. Das mal sehr kurz und knapp beschrieben, was es im Storage-Bereich an Changes mit gibt. Und für einen vielleicht mehr interessant, was hat sich bei vSAND alles verändert? Wie ist in der Version 7? Auch hier das Wichtigste mal kurz und knapp zusammengefasst. Es gibt nur noch einen Client und das ist der vSphere-Client. Der Web-Client ist tot, beziehungsweise schon angekündigt. Wir brauchen endlich keinen Flash mehr. Was den einen oder anderen freuen wird, oder zumindest dann auch aus Security-Gründen, dass wir hier den Weg jetzt endlich so weit haben, wie ihr nicht mit euch auf der VMware ist, auch Ewigkeiten her. PokeMatch, das muss so zur Version 5.1, 5.5 gewesen sein, hat schon auf die Agenda gesetzt. Ja, wir sind dabei, einen HTTP5-Client mitzuentwickeln, aber hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, bis der tatsächlich endgültig dann hier Einzug gehalten hat. Wie funktioniert das vCenter? Hat sich nicht verändert in 7. Einzige, was sich verändert hat, es gibt nur noch die Linux-Appliance. Die Microsoft-Variante steht nicht mehr zur Verfügung. Was ja auch schon angekündigt war, galt ja auch schon als deprecated. Und sofern noch nicht abgeredet wurde, in 7 ist es dann zwingend mit erforderlich. Maximalwerte leicht noch angeschoben, von 2000 auf 2500 Host. Und die Zahlen hier einmal in der Kurzzeit mal mit erwähnt. Und auch die Anzahl an registrierten FAMs, sofern das irgendeine Rolle spielen sollte, zumindest bei meinen Kunden eher weniger, aber auch da muss ich Kunden gegeben haben, wo das dann doch vielleicht ein wenig zu wenig mit gewesen ist. Jo. Dann Cluster, wenn Sie auch noch weiter raussetzen, Host pro Cluster, dementsprechend soll auf 96 noch raufgehen. Aktuell haben wir noch 64 hier mit stehen. Auch ein Feature haben wir bei einigen Kunden mal nachgehakt. Thema Multi-Homing für die Appliance. Kann ich bis jetzt mal eine Netzwerkkarte ja mit nutzen. Heute kann ich eine zweite, dritte oder sogar vierte Netzwerkkarte mit integrieren. Das heißt, nachträglich, wenn die Appliance ausgerollt worden ist, einfach auf Head Network Card gehen, dann auf die WAMI zurück, also auf die Oberfläche, von der wir den Screenshot hier gerade sehen. Das ist wie Management Interface, kurz WAMI ja genannt. Und da kann ich dann halt die weiteren IP-Adressen dementsprechend referenzieren. Auch das Deployment-Modell haben Sie erheblich vereinfacht. Mit externem PSC, das ist auch alles Geschichte. Auch da gab es die Empfehlung ja schon 6.7, bedingt in 6.5 noch auf Embedded-Varianten zu gehen. Und das wäre auch die einzige Supported-Variante aktuell in Version 7. Auch Microsoft, wie auch nochmal dargestellt, fällt komplett weg. Egal, ob ich jetzt einen externen Plattform-Service-Controller habe oder eine Embedded-Variante. Aber das Gute ist, es gibt Migrationspfad. Auch da keine Angst, egal, ob man jetzt Embedded fährt oder extern. Erstes Projekt habe ich da persönlich auch schon beim Kunden mitgemacht, sogar im externen PSC. Ich bin auch überrascht, zumindest also so problemlos klappt, hätte ich nicht zwingend erwartet. Aber auch da wurde sauber konsolidiert, noch in die Decommission gestartet und dann haben wir auch eine Embedded-Variante als Ziel-Device mitbekommen. Insofern doch erheblich vereinfacht. Noch eine Architektur, die direkt vom VMware kommt, die ich nur als Appliance auch ausrollen kann. Und sofern man externen PSC mit Load Balancer noch gewählt hatte, das ganze Thema ist dann auch mit weggefallen. Ja, was haben wir noch? Angepasst, je nachdem, ob man einen grafischen Installer bevorzugt oder das automatisiert.
haben sie dann Loop dazu natürlich auch die Command Line, den CLI Install halt angepasst und die Befehle, die nicht mehr notwendig sind, dementsprechend dann halt mit entfernt. Die Kompatibilität, was ich auch schon die erste Frage im Chat mit dabei von Herrn Habermann. Welche Version dementsprechend unterstützt werden, hatte ich auch noch mal kurz rauskopiert von der HCL-Seite. Das heißt, wenn ich auf der Version 7 unterwegs sein möchte beim vCenter, bin ich abwärtskompatibel bis zu zwei Versionen. Also 6.5 und 6.7 mit anderen Worten. Macht manchmal auch Sinn, oder wenn die Hardware vielleicht nicht zwingend, also die ESX-Server-Hardware nicht zwingend 7 kompatibel ist, weil der Hersteller sich so nicht geäußert hat oder vielleicht auch gar keine Aktualisierung bringt, aber könnte ich einen Teil der Features von Version 7 mitnehmen, wenn ich nur also vCenter aktualisiere und die ESX-Server eventuell auf niedrigen Status halt weiterfahren kann. Umgekehrt, wenn es natürlich möglich ist, dann macht es Sinn, das Ganze homogen zu halten und alle dann auf denselben Status auf Version 7 halt draufzuziehen. Dann noch Kleinigkeiten. Navami, wie die Backup- und Restore-Funktionalität nutzt, also ein File-Level-Backup zu machen für die Appliance, unabhängig von der Third-Party-Backup-Software, die man ja vielleicht im Einsatz hat, ohne jetzt mal Namen zu nennen, wie den grünen Hersteller, der ist ja auch recht bekannt, haben sie zwei neue kleine Protokollarten noch hinzugefügt, NFS V3 und HD Samba-Unterstützung, auch mit Version V2 oder later. Aber das ist nicht zwingend jetzt eine Change, der dann halt vielleicht einen Großteil der Kunden halt nutzt, aber auch da so kleine Enhancements an der Stelle angepasst, sodass ich dann hier ein tägliches Backup fahren kann auf Repository. Und wenn der Tag der Tage kommt, wo alles versagt hat, Clusterlösung, dann tatsächlich ein Restore-Pfad zur Verfügung zu haben, indem ich den Installer wieder nutze und dann Stage 1 durchlaufen lasse. Also für diejenigen, die das schon mal gemacht haben selber, Stage 1 heißt dann die Appliance neu ausrollen und in Stage 2 dann aus dem Backup die Restore-Variante zu wählen und damit in kürzester Zeit dann wieder die Appliance recovern zu können. Was wirklich neu ist, sind die vCenter Serverprofile. Das ging jetzt nicht direkt über die grafische Oberfläche. Dafür brauche ich dann auch die API, wo ich dann Export mitmachen kann. Einer von den Config. Ich sage jetzt mal Main, der steht hier in Deutschland, gegebenenfalls in Frankfurt oder München oder Hamburg. Sitzt auch in zentraler IT. Da kann ich einen kompletten Export halt mitmachen. Und bei Bedarf halt dann nochmal anzupassen an die jeweiligen weiteren Standorte. Wenn ich das auch voll automatisieren möchte, kann auch einen Compliance-Check indirekt machen und Import dann hier sehen, auf beliebig viele VCenter das Ganze zu replizieren. Also dieses Feature vielleicht eher für größere Kundenszenarien interessant, aber umgekehrt, naja, Config-Export des vCenters kann mir auch nicht schaden, auch wenn ich andere Methoden habe, um das wieder recovern zu können. Auch hier gibt es ja dann zwei, drei Use Cases, die dann eventuell von Kundenseite her dann auch als sinnvoll betrachtet werden. Außer Compliance-Check. Wenn Changes gemacht worden sind, die autorisiert sind, sowas auch zu automatisieren, das wäre mit dem Feature dementsprechend dann halt auch abbildbar. Dann noch eine Feinheit. Ein kleiner Gedankensprung. An der Stelle betrifft noch das vCenter und die Authentifizierungsmethoden. Da kennen wir ja alle unseren PSC, Platform Service Controller, mit dem Single Sign-On Mechanismus, SSO. Und da sprechen wir von sogenannten Identity Sources. Immer das, was man vielleicht am Anfang als Post-Installation Task einrichtet und dann seltenst wieder anfasst. Oder vereinfacht ausgedrückt, ich habe meine ID registriert und kann meine User und Usergruppen nehmen, um Permissions dann zu vergeben, damit die User halt im vCenter sinnvoll mitarbeiten können. Jetzt mal so Licht, wenn es schon externe SSO-Mechanismen gibt. Warum nicht hier das zu nutzen, was Microsoft seit ein paar Jahren im Angebot hat? Und hier einfach das zu delegieren. Ich denke, Microsoft Welcome, wer es kennt, das ist ja kein neues Feature, das ADFS-Feature. Das heißt, das könnte ich indirekt dann als Authentifizierungsmechanismus eintragen und damit auch extern der ADFS-Service von Microsoft dann den Token mit ausstellen und halt nicht mehr der Plattform-Service-Controller. Auch hier ist der Change relativ einfach zu machen. Trage ich dementsprechend einmal als Tiefe mit ein, muss natürlich das im ADFS mit vorbereitet haben, Credentials und so weiter und auch die Zertifikat und dementsprechend dann das Ganze zu integrieren. Auch das vielleicht für ein anderes Thema, wenn die Anfrage mal kommt. Ja, können wir jetzt mit alle auch.
Und für unsere Entwickler, weil die ihre Command-Line haben, aber nicht ganz so häufig auf der Command-Line unterwegs ist, haben wir jetzt das kleine Logman Center mitbekommen. Auch da ist schon Feature in Version 6.7 mit den späteren Update-Versionen gekommen. Und deswegen bin ich auch gar nicht so unspannt, auch wenn ich Kunden habe, die vielleicht nicht ganz so häufig ihre Skripte mit Server schreiben oder eine Syntax mal mitsuchen. Gibt es ein schönes Code Capturing. Das heißt, ich aktiviere einmal halt das Feature im vCenter, klicke an der grafischen Oberfläche den Workflow zusammen, den ich abbilden will, und gehe einmal auf OK, sage ja, jetzt bitte das Capturing stoppen und wandle mir das Ganze bitte entsprechend um. Entweder in PowerShell-Befehle oder, und das ist neu in 7 bekommen, in Python oder dementsprechend JavaScript, damit ich mir als Request-Trader halt benutzen kann. Ja, was gibt es noch? Skyline, auch eine Begrifflichkeit, die jetzt aus dem Support-Bereich von VMware halt mit stammt, ist an sich auch kein neues Feature. Aber was neu ist in 7, wir haben eine bessere Integration mitbekommen. Auch das haben sie dann halt auch schon gestartet in den 6.7er-Versionen. Habe ich einmal Skyline Health mitgetauft. Und wer von Ihnen schon Visa im Einsatz hat, der wird es aus den 6.7er-Versionen kennen. Der folgt schon Abgleich gegen die HCL-Liste, ob man halt überhaupt die Voraussetzungen erfüllt, also supported Hardware benutzt und so weiter und so weiter. Das ist letztendlich für alle Kunden mit dabei, sozusagen Basic Support auch mit integriert. Da gibt es jetzt gerade einen Advisor, vielleicht jetzt andere auch schon mit im Einsatz, lizenztechnisch, Production oder Premium Support hat, werden vermutlich doch eine ganze Menge sein. Ich mit einer externen Appliance halt mitarbeiten kann und auch sämtliche Produkte von VMware, die unterstützt sind, dann dementsprechend hier dann auch supporttechnisch erfassen zu können. Jetzt ganz mal kurz zusammengefasst, wie sich das Ganze heutzutage mit darstellt. Also auch da kann man sich noch ein bisschen mehr zu erzählen, als wir es in der kürzesten Zeit hier mit machen können und werden. Aber auch da die Changes mal weiter zu integrieren und Sachen zu standardisieren und halt zu vereinfachen. Der technische Aspekt im DS, also gut, DS kennen wir ja alt und bewährt. Gibt es ja seit den 3.5er-Versionen. Wir haben ja auch einen Innovationspreis dafür bekommen. Seinerzeit gab es vorher nicht. Heute denken wir immer groß drüber nach. Aber sie haben sich jetzt nochmal der Logik angenommen, wie das DS das Balancing beurteilt. Und das war bis jetzt ja immer auf Grundlage des Workloads des E6-Servers, CPU und Memory technisch oder in den letzten Versionen auch bedingt Memory-Auslastung. Und jetzt change ich das Ganze Richtung FM-Focused, also zu dem Zeitpunkt dann die Möglichkeit zu haben, dass wir einen Score darzustellen. Aber ja, was ist das denn jetzt? Im Endeffekt, darum geht es ja letztendlich. Ressourcen, vereinfacht ausgedrückt, für die Maschine zur Verfügung zu stellen, die halt eine ausreichende Zahl letztendlich immer die Services abgebildet werden müssen. Und je nachdem, wie die Demand ist halt pro VM, müssen halt die Root-Ressource-Pools der jeweiligen E6-Server das dann auch gewährleisten können oder letztendlich der Clusterverbund im DS. Und anhand dann der Performance-Metriken, und das ist das Gute mit dabei, erstellt VMware jetzt eine individuelle Score-Liste pro VM. Also im Idealfall sehen wir halt 1% Ressourcen bekommt die VM jeweils, wenn sie in die Demand mitstellen würde. In anderen Worten, ich habe keinen großen Overcommit halt im Cluster. Ansonsten wird das DS halt drauf reagieren und sagen, Achtung, bei diesem Szenario, wir haben jetzt in Summe drei VMs, die halt sehr starken Demand gerade an Ressourcen mit haben. Der Host kann es aktuell nicht zur Verfügung stellen. Und da ich halt die aktuelle Ressourcenanforderung liegt im Bereich, im Score-Bereich, ne, von unter 20 Prozentpunkten im Range für zwei VMs und in der höheren Range 20 bis 40 Prozentpunkte. Und jetzt greift in das DS, ist auf Fully Automated stehen habe und wird dementsprechend dann den Score im Idealfall wieder so erhöhen können, also die Ressourcen erhöhen können, dass sie halt nach 100 Prozentpunkte halt mit liegen. Also im Idealfall sieht das dann immer im Produktivbereich halt so aus. Und dafür haben sie den Logik ein bisschen verändert. Hier wird jetzt nicht alle 5 Minuten gemessen, die Performance-Auslastung der E6-Server, sondern pro Minute und jetzt auf VM-Ebene. Wenn ich es genau wissen will, bis mehr Zeit habe, auch für Performance-Analysen, kann ich mir die einzelnen Score-Bewertungen einmal anschauen, in Bezug dann auf Active CPU, Used CPU-Werte, Ready-Werte, Readiness-Werte
Und das ist die neue Berechnungsformel, diesen DS-Score halt mit ausdrückt, den WM effektiv festgelegt hat. Geht so ein bisschen wie ROPS, der hat ja auch eine andere Logik, als jetzt hier das DS mit dabei. Ja, das andere Changes im DS. Was gibt es noch Neues? Eine sehr kleine Feinheit. Bei den Instant-Klonen sind ja auch nicht neu, kommen ja hier im VDI-Bereich mit vor. Auch hier habe ich nochmal die Architektur, was sich damit schon auseinandergesetzt hat, mit der Instant-Klon-Technologie, wo ich dann Desktop innerhalb von 2 Sekunden klonen kann. Und dann die Customization zu starten. Das ist nämlich der Punkt. Das gibt es seit 6.0 Update 1. Was halt neu ist, dass man das Ganze jetzt auch für Linux-Systeme dementsprechend unterstützt bekommt. Das war zumindest in der Form vorher nicht der Fall. Das haben wir erst in Version 7 mitbekommen. Also auch hier eher wieder Richtung Cloud-Thematik halt zu denken, wo ich eventuell solche Instant-Klon-Technologie dann sinnvoller mit nutzen kann. Allgemein, auch dieses Feature ruft man prima über die API-Seite mit auf, also Instant-Klon mit zu erstellen. Da habe ich ja auch keine direkte Möglichkeit, das jetzt per vCenter oder per vCenter Client halt zu konfigurieren. Und dann die Anpassung zu machen, ja, bleibt wie gewohnt, dass ich dann halt das dann im Betriebssystem die Parameter hier mitgeben kann für das Linux-System. Gut, was haben wir noch? Changes an Objekten. Bei den Content Libraries gibt es auch eine Änderung. Content Libraries, hier hat die eben wieder aufgestellt, ist als Global Player oder zwei Nummern kleiner. Ich sage hier mal zentrale IT, dementsprechend hier in Hamburg mit Sitz und will dort eine lokale Library halt mit aufbauen. Habe dann die Möglichkeit zu sagen, hier lade ich dann meine Templates zentralisiert hoch, möchte auch meine ISO-Files halt darüber managen und das veröffentliche ich dann halt für andere Standorte, sei von Hamburg aus, ne, Berlin, Frankfurt, Dortmund oder auch München mit dabei. Die sollen halt den Content hier aus Hamburg halt immer einmal am Tag gesynkt bekommen. Das kennen wir gegebenenfalls. Und was jetzt aber Neues ist, das Handling, wie kann man jetzt so ein Template überhaupt aktualisieren, was Bestandteil einer Content Library geworden ist? Weil der alte Weg war relativ mühselig. Man musste das faktisch dann Image anpassen, dann Template anpassen, hochladen, aktualisieren, Versionierung. War nicht so wirklich sinnvoll abbildbar. Und das wollte WMware optimieren und schafft jetzt eine Möglichkeit, aus einem bestehenden Template, was Bestandteil einer Content Library geworden ist, einen Checkout zu veranlassen. Und mit dem Checkout wird zu dem Zeitpunkt dann ein Link-Klon erstellt werden, der dann wiederum eine virtuelle Maschine darstellt. Und diese virtuelle Maschine kann ich ganz normal modifizieren, wie ich sonst auch kann, mit den Hardware-Devices oder dementsprechend an Ressourcenanpassungen mitzumachen. Und wenn die Modifikation dann durch ist, dann checke ich auf dem bestehenden Template das Ganze wieder ein, habe aber eine neue Versionsnummer geschaffen. Und die wird dann indirekt veröffentlicht werden und die anderen Standorte würden halt die Aktualisierung bekommen, die ich dementsprechend hier gerade damit gemacht habe. Wird sonst gleich eine kleine Demo noch mit sein im Labor. Das einmal kurz noch mit zu zeigen an der Stelle. So habe ich dann eine Versionshistorie, die auch rückverfolgbar ist. Und was habe ich wann gemacht an dem Template? Oder wenn ich jetzt einen Rollout gemacht habe, Status, und es funktioniert nicht sauber, dann kann ich auch ein Rollback machen. Also vergleichbar mit dem Snapshot Manager, dass ich sage, hier einmal Revert zur alten Version zurück zu gehen. Und dann ist das der aktuelle Status für die jeweiligen Standorte. Vorteil von Architektur, wirklich das Ganze homogen zu haben und ein einfacher Weg, hier eine Versionierung sinnvoll zu implementieren. Das sind die Changes, die wir in den Content Libraries bekommen haben. Ja, und der große Change ist dann jetzt Lifecycle Management als neues Feature zu bekommen. Dass wir jetzt einen Update-Planer bekommen haben, der einen Pre-Check macht, bevor ich jetzt mein vCenter zum Beispiel aktualisieren möchte. Auf neues Release sind die Abhängigkeiten mit den integrierten Solutions, wie zum Beispiel in Horizons oder auch den Cloud-Produkten von VMware, dementsprechend hier mit kompatibel. Das könnte ich auch selber machen oder sollte man auch selber machen, bevor man Upgrades plant oder Patches plant, aber hier ist es dann standardisiert im vCenter.
dem ich schon einfach dann einmal zustimmen muss zum Customer Experience Improvement Programm. Da wir meine Daten übertragen werden, sagen die Datenbank, Abgleich, der indirekt über VMware mit erfolgt. Und dann erfolgt ein Versionsabgleich und sagt, ja, ich kann upgraden oder nein, du kannst nicht upgraden, weil eine Ryzen-Version zum Beispiel gefahren wird, die halt nicht dem aktuellen Level entspricht. Also muss ich für VMware Ryzen aktualisieren. Also das ist dann ein Produkt Chinea, darum wird es vielleicht kennen, aus dem Desktop- und Applikationsbereich, was dementsprechend hier auf dem Software-Defined Data Center dann von vSphere mit aufsetzt. Diese Reports, Abseplaner, mal Screenshot mal kurz zu sehen, kann ich dementsprechend auch raus exportieren zu Dokumentationszwecken oder zu anderen Zwecken. Hier sind mal zwei, drei Beispiele, wirklich sämtliche Produkte, die ich technisch gesehen hätte integrieren können oder auch integriert habe. Netzwerkvirtualisierung, NSX, Site Recovery Manager, um einige mitzunehmen. Also ein relativ unspektakuläres Feature, aber kann doch recht hilfreich sein. Und dann endlich Lifecycle Manager. Das ist de facto alter Update Manager, aber mit neuen Features. Und insofern auch eine Mischung aus altbewährten, was wir alles kennen. Lifecycle Manager können wir weiterhin Upgrades erstellen, wir können IE6 Server halt patchen oder bedingt auch Firmware-Tools und Virtual Machine-Hardware-Upgrades machen. Aber was Neues, dass die Möglichkeit besteht, dass wir auch Treiber oder sogar Firmware-Aktualisierung der Hardware auf den ESX Server machen können. Als zum Beispiel Dell Server Hub oder HP Server. Das sind jetzt die ersten Hersteller, die die Unterstützung mit angekündigt haben. Dass ich halt nicht mit dem Weg des Herstellers, um dort ein Firmware-Update zu machen, sondern das dann über Lifecycle Manager halt starten könnte. Das ist halt der neue Grundgedanke mit dabei. Und ich muss mich dann einmal entscheiden, bleibe ich beim alten Konzept der Baselines, und die wir halt Jahr und Tag gefahren haben, seit den 3er-Versionen, oder wenn ich komplett auf Version 7 schon wäre, stelle ich komplett um auf Images. Dazu müssen aber tatsächlich alle Hosts auf der Version 7 halt mit sein. Das ist nicht für eine ältere Version machbar. Umgekehrt sehr wohl. Meine ES6 7er Version könnten weiter mit Baselines arbeiten. Ich darf eine neue Patch rauskommen. Dann bitte einmal aktualisieren. Auf den neuen Status halt mit drauf. Wir machen einen Compliance-Check und so weiter. Das bleibt alles gleich. Wo ist das Ganze zu finden? Frage ich dir selber aus, der Punkt, wofür der Update-Manager indirekt halt mit war. Und der Punkt ist hier neu hinzugekommen, der sich Image-Depots halt mit nennt. Das sagen wir uns, aber schauen wir uns hier auf die nächsten Slides noch einmal mit an. Was ist jetzt ein Image? Klar wissen wir, was ein Image ist, aber das Bild steht wie immer darunter. Letztendlich das, was wir ja initial ja auch nutzen als ISO-File, um ES6 Server aufzusetzen. Aber das ISO-File kommt ja direkt halt von mir selber, von den Webseiten oder von einem Third-Party-Hersteller, der es dann mit seinen eigenen Softwarepaketen mit versehen hat. Und die könnten wir jetzt dann analog dazu eigentlich selber bauen. Das heißt, das Base Image kommt weiterhin von VMware. Über die ganzen Kanäle. Das heißt, sofern wir Internetzugang haben für den Lifecycle Manager, kann ich da dementsprechend dann die neueste Version halt mit runterladen lassen. Dann kann ich weitere Software-Channels angeben, indem ich jetzt zusätzliche Komponenten oder Add-ons der Hersteller halt integrieren möchte in das Image. Oder halt noch der vierte Block. Das ist dann die Firmware und allgemein die Treiberunterstützung der Hersteller. Sofern es halt dann bei Herstellern schon was mit gibt. Und das baue ich dann letztendlich ja, wie ein Baukasten zusammen. Sehr ein bisschen, wer von Ihnen den Image-Builder kennt, das ist ja fast das gleiche Konzept. Für das Auto-Deploy-Feature oder für bootfähige Images das Ganze aufzubauen. Da haben wir auch mit Images hier direkt gearbeitet. Aber halt, wir haben noch eine kleine Erweiterung halt mit zu haben. Der Weg bleibt dann wieder annähernd gleich. Wenn Apache kommen, ich habe keinen Internetzugang, dann lade ich sie manuell runter, lasse sie security-technisch überprüfen und wird es dann dementsprechend integrieren. So gehe ich dann mit sämtlichen Komponenten vor, die es halt gibt. Am Anfang ja, ist noch nicht so viel zu erzählen, weil es ist ja gerade mal in den Start gegangen. Das wird sich jetzt auch vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten halt noch mit ändern. Damit ja auch die Custom-Images, die wir bräuchten sonst von den Herstellern, ES6 Server aufzusetzen und zu aktualisieren, halt auch hier sinnvoll integriert haben mit an der Stelle. Und nächster Gedanke ist zu sagen, jetzt weisen wir auch gleich, wenn wir ein Cluster erstellen,
direkt dein Image mit zu, das Nachschlag zu machen. Und hier kann ich dann die Komponenten auswählen. Die Core-Komponente, wie wir hier sehen, also die GA-Version vom ESX Server 7. Und wenn ich weitere Add-ons haben möchte, dann dementsprechend noch die weiteren Parameter mit hinzuzugeben. Und dann gelten diese Images für alle ESX-Server, die Bestandteile dieses Clusters sind und nachträglich auch hinzugefügt werden. Also sehr analog zu der Baseline-Konzept, wenn ich dann die Baseline direkt auf ein Cluster-Objekt halt mitgesetzt habe. Allgemein die Images, die es dann gibt, kann man auch darauf verifizieren, Compliance-Check halt mitmachen. Wir haben das Screenshot ein bisschen geschummelt, wie man sieht oder erahnen kann. Aktuell haben wir Version 7.0. Wenn irgendwann ein paar Updates rauskommen, Update 1, Update 2 oder sogar ein Update 5 mal untersteht oder irgendwas nächste Major Release und dann neue Images zur Verfügung stehen, gibt es einen Compliance-Check, ob zum Beispiel auch die Hardware kompatibel halt mit wäre und ich dann ein Upgrade oder ein Patch halt auf die neuesten Versionen halt mit draufgehen kann. Also auch für die Zukunft, das Ganze schon soweit ausgelegt, die Thematik, um hier das Ganze out of the box mit zu erreichen. Wenn ich noch weitere Produkte nutze, wie zum Beispiel auch das Visan, das war ja auch schon ein Feature in 6.7, da gibt es ja die System Baselines, dass die dann auch gleich mit verifiziert werden und dadurch bedingt dann halt auch hier ein Abgleich mit erfolgen kann. Also hier vergleicht dann auch für die HCL-Seite. Das mal in kurzen Worten zusammengefasst, die Changes, die wir dementsprechend dann mit dem neuen Lifecycle Manager mit nutzen können. Dann noch ein, zwei Security-Aspekte. Und da geht es dann um die Trust Authority, auch was Neues, auch nicht so stark verbreitet. Also, um das Anwendungsszenario zu verstehen, wenn wir einen Use Case haben, um mit Maschinen verschlüsseln zu müssen. Feature gibt es da in 6.5er-Version. Dann war es bis jetzt nicht möglich, das vCenter selber zu verschlüsseln, weil das vCenter halt das Key Management indirekt mit übernommen hat. Das heißt, wenn ein Key gebraucht wurde, um eine virtuelle Maschine zu verschlüsseln, habe ich einen externen KMS-Server gehabt, Key Management Server. Da wurde sozusagen aus dem Schlüsselkasten, den ich halt mit nutze, ein neuer Schlüssel generiert werden wurden und dadurch per Schlüssel weitergeleitet werden und das vCenter ist weitergeleitet dementsprechend an den Host. Und dann wurde nativ die virtuelle Maschine verschlüsselt. Begrifflichkeiten wie DEC und CAC, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, sind die Fachbegriffe dementsprechend dafür. Data Encryption Key oder Key Encryption Key. Und dieses neue Konzept der Trust Authority. Da würde ich das ein wenig ändern. Das ist eigentlich ein wenig aufwendiger. Dafür brauche ich mindestens zwei vCenter. Die müssen nicht zwingend im Linked-Modus laufen, können auch Attacke vCenter sein. Und schaffe mir dann ein Trust Authority Cluster. Und den kapsel ich security-technisch um den ab, soweit es halt irgendwie in einer Form damit geht. Weil er im Endeffekt dann den Key Management Server indirekt mit managt. Und ich jetzt auch einen Attestatus Cluster halt aufbauen kann, der hier gar keinen Key Management Server zwingend braucht, aber sagen ein Attest ausgestellt bekommt über die TPM-Architektur, also Trusted Platform Management ist ja ein Hardware-Chip. Und in Version TPM Version V2 kann ich eine solche Remote Attestation halt mit ermöglichen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wird attestiert, dass dieser Host oder in diesem Fall dieser Cluster vertrauenswürdig halt mit ist. Das wurde ja dann einmal eingetragen, der Trust Authority Cluster. Und damit wäre es dann möglich, wenn jetzt eine virtuelle Maschine verschlüsselt werden müsste auf den Attestated Cluster, dass der den Key halt direkt anfordern kann über den Service, über den Key Management Server, also das vCenter hier auf der rechten Seite, was sonst die Keys gehandelt hätte in den älteren Versionen. Die vor den Keys halt nicht mehr an vom KMS-Server. Sowas macht indirekt der Host halt selber. Und damit besteht die Möglichkeit, auch das vCenter hier auf der rechten Seite nochmal zu verschlüsseln. Also wirklich High-Security-Umgebung sein muss, dass nicht irgendwo die Kette kompromittiert wird. Dafür haben wir dann auch die neuen Services bekommen. Habe ich die Vollständigkeit hier dann auch mal mit abgebildet, um das eine Möglichkeit zu schaffen. Also rechte Seite ist der Host, der attestiert werden soll. Dann sehen wir den Hardware-Chip per TPM. Da gibt es einen Attestation Report, der generiert wird, um die Echtheit zu bestätigen. Ist auch ein Secure Boot und so weiter erforderlich. Und dann hier auf der linken Seite, da haben wir einen ESX-Server, der eine Trust Authority Host mit ist und Verbindung dann zum KMS-Server hat, also zum Key Management Server und darüber die Keys dann angefordert werden könnten mit an der Stelle. Also auch da entwickelt sich eine ganze Menge Richtung Security oder halt das Ganze noch secureter halt aufzubauen. Auch vielleicht mit dem Riff Richtung Cloud. Cloud Services, dass wir auch eine Möglichkeit haben,
Daten vielleicht dann, dass sie on-premise sind, off-premise halt auch mitzugehen. Ja, das erstmal so zu den Core-Features. Das letzte Part, das war als das Highlight angekündigt, auf der letzten VMworld als Projekt Pacific, falls jemand von Ihnen auf der VMworld war, in Barcelona in den Staaten, stand dann Pat Gelsinger, also CEO von VMware, auf der Bühne, hat das Projekt indirekt vorgestellt. Und das haben wir jetzt tatsächlich auch bekommen. Ich nenne es mal die Containerisierung. Und Container sind ja das neue Hype-Thema bedingt geworden, auch bei den Entwicklern. Das ist ja in Hamburg gemerkt, letztes Jahr, als die Container Days waren, angelehnt an den Hafen. Aber natürlich dann halt im IT-Aspekt mit dabei. Letztendlich eine Möglichkeit zu haben, wenn es wirklich so passiert, wie hier mein Marketing-Slide dazwischen gebaut, sich Container entwickeln könnten, anstatt mit klassischen monolithischen Architekturen, also klassischen Applikationen, die entwickelt werden, wir es ja Jahre oder Jahrzehnte lang gemacht haben, hier eine Alternative mit zu geben, das Ganze über Microsoft was gesagt, Microservice-Architekturen abbilden zu können und dann mit Docker und Co. zu arbeiten. Das ist ja kein Virtualisierungsthema, das ist eine neue Form von Applications, die letztendlich ja im Mainstream oder am Perl weiterentwickelt werden, aber auch so losgelöst vom Betriebssystem letztendlich agieren, dass wir solche Services gar nicht mehr zwingend brauchen, sondern verpacken können in Container. Ein Container ist letztendlich nichts anderes als eine gepackte Applikation, die sämtliche Abhängigkeiten dementsprechend dort mit sich bringt. Die Container können wir auf die Reise schicken. Dafür brauchen wir Container Engine. Docker ist die bekannteste, die wir halt mit haben. Und dafür brauche ich auch einen Host, der Ressourcen zur Verfügung stellt. Und da kommen wir wieder ins Spiel. Das können wir auch schon bei Version 6.7 machen und so weiter. Dass wir da halt dann ein Linux-System haben, wie Ubuntu, was dann als VM mitläuft und das dann als Container-Host mit fungiert. Und wenn ich mehrere Container-Hosts halt einsetze, dann hat Google ja auch was Schönes entwickelt. Das war erst 2014. Gestartet 2015, jetzt Open-Source-Geschichten mitgegeben. Das heißt, Kubernetes Integration mit zu gehen, dass ich auch eine Orchestrierung habe, Orchestrierungstool halt für Containerarchitekturen. Das sind ganz viele Schlagworte, je nachdem, wie weit Sie vielleicht schon im Thema mit sind oder sich damit beschäftigt haben, wie der Zug bei Ihnen schon gestellt ist oder die Weichen, ob Container schon gefragt sind oder in nächster Zeit auf Sie zukommen werden. Und wir haben jetzt überlegt, na, wenn ja schon Container auf dem Markt existent sind und auch das Neue von mir mal bitte aus zu sagen, jetzt wollen wir halt einen Change mitmachen im Hypervisor. Und das ist vielleicht auch das große Wort, das seit der größte Change seit 10 Jahren mit ist in der Produktpalette vSphere, dass wir halt zusätzlich sozusagen der E6-Server selber als Container-Host nativ fungieren kann und wir halt nicht noch eine VM brauchen, wo wir Ubuntu drauf installieren und dann halt erst mit Docker daran mitarbeiten. Und dafür haben sie halt im Endeffekt ein Streamlined Operating System geschaffen, das auf Photon-Basis halt mit basiert. Und Vorteil auch von der Container-Technologie ist, dass halt so ein Container in wenigen Millisekunden gestartet werden kann, oder spätestens in wenigen Sekunden. Anstatt Betriebssystem zu starten, dann erst die Applikation zu starten und so weiter, ja, dauert die Minuten oder halt dementsprechend noch mit länger. Und damit können wir halt, das haben wir hier mal dargestellt, nativ Container dann auf unseren Hypervisor halt mitlaufen als Instanz. Also vergleichbar mit den VMM, mit dem Machine Monitor, haben wir eigene Instanz, die halt in die Container-Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Das Schöne ist, damit haben wir mal die alten Architekturen abgedeckt, wie auf der linken Seite nochmal dargestellt, haben unsere VM, da laufen die Applikationen mit drin und parallel dazu kann ich halt auch Container mit hosten. Das ist das ganze Geheimnis, was wir letztendlich dann heutzutage in dem Hypervisor integriert bekommen haben. Der Workflow, wie die jetzt im Thema mit drin sind, wenn ich Container aufbauen will oder muss, dann will ich ein neues Image halt auch hier mit erstellen. Dafür brauche ich dann eine Image Registry. Haver ist ein Produkt, was VMware aufgekauft hat, ist zum Beispiel Registry, dementsprechend dann mit zur Verfügung gestellt werden kann. Und darüber kann ich dann halt auch Container halt schon verwalten.
will es jetzt nicht mit Content Libraries vergleichen, das würde nicht so ganz passen, aber geht auch so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, den Teilbereich, den wir halt brauchen, die Applikation auf die Reise zu schicken, und der Source Code kann halt dynamisch angepasst werden, also die Changes zum Beispiel auch direkt an der laufenden Applikation halt mitmachen kann. Und für uns wird es bedeuten, wenn wir hier, das ist ganz so zusammengefasst dargestellt, als Operator mit unterwegs sind, das PlatformOps, wir managen im Endeffekt unsere Ressourcen in Form des Software-Defined Data Centers, also unsere NSX, vSAN und vSphere Ressourcen, stellen das halt dynamisch in Form von Objekten mit zur Verfügung. Und der Entwickler, Programmierer, hat halt sein Tool weiter zur Verfügung wie die Command Line, sein Kubelet mit zur Verfügung. Und das referenziert dann auf die API, also das heißt, hier haben wir native Unterstützung halt auch für Kubernetes mitbekommen. Die Schnittstellen, da brauchen wir uns aber nicht groß mit auseinandersetzen, wenn wir nicht zwingen möchten oder müssen. Und führe das Ganze zusammen. Wir monitoren faktisch schon die Ressourcen und der Entwickler kriegt die Freigabe halt darüber, um seine Applikation entwickeln zu können. Das ist der Change, den wir dann hier heutzutage dann in der vSphere-Umgebung mit haben. Ja, das war es ja, ganze Menge oder teilweise auch sehr kurz und knapp in der Zeit, also sogar auch ein bisschen drüber als geplant. Aber zumindest mal schlagwortartig das Wichtigste gehört zu haben. Wer ein bisschen mehr zu wissen will, zeige es auch gleich mal auf den Webseiten. Gibt es im Endeffekt dann natürlich auch die aktuellen Kurse mit zu dem Thema. Das ist einmal unser klassischer What's New Kurs, der auch dreitägig geblieben ist, der die Changes dann halt mitnimmt von 6.7, also auch Update 1, Update 2 und Update 3 beinhaltet, bis einschließlich den Changes Version 7 mitnimmt. Wenn ich ganz so tief in die Thematik ist oder für Kollegen, die vielleicht neu starten oder lange Zeit raus waren, kann man sich natürlich auch mal einen Grundlagenkurs eventuell mit anschauen, wie Install Configure Manage. Auch weiterhin, das ist jetzt auch schon mittlerweile gelauncht. Oder der weiterführende Kurs, der Optimize und Scale, macht ihr de facto da weiter, wo dementsprechend dann der Install Configure Manage Kurs mit aufhört. Designkurs gibt es auch, läuft nicht ganz so häufig mit dabei, ist nicht so für eigentlich Admins mit gedacht. Das ist einfach so ein kleiner Tick anders. Und wer ein bisschen mehr mit Kubernetes beschäftigen möchte in Verbindung dann mit vSphere, gibt es einen ganz neuen Workshop, der ist aktuell noch in Entwicklung, wird aber in den nächsten Wochen final gelauncht werden von VMware. Das heißt, 3 Tage sich der Thematik dann einmal mit anzunehmen. Auf den Webseiten, um jetzt hier gleich ein bisschen Werbung zu machen, ist natürlich auf den Fastlane-Seiten auch mit zu finden. Ich schicke es hier mal kurz noch in den. Chat mit rein. Auf den Flaner-Seiten, flaner.de/vmware. Da haben wir das ganze Kursportfolio dementsprechend dann hier nochmal zusammenfassend aufgelistet, was wir haben. Aber da wird es New Kurs. Den wollen wir mal schieben. Den 3-Tages-Workshop. Und da machen wir die 3 Tage Zeit zu dem, was wir gerade komprimiert in der guten halben Stunde gerade mit gehört haben. Es war sehr sinnvoll, natürlich sich mit der Thematik schon auszukennen. Jetzt sage ich, kenne das alles, bin schon jahrelang mit dabei, aber die Changes zu 7.0 oder allgemein noch mal ein paar Sachen aufzufrischen, auch Diskussionen untereinander, war auch ganz gut. Hatte ich vorletzte Woche auch einen Workshop zu gehalten. Das ist immer ein ganz guter Part. Und das Gute zum Beispiel auch in diesem Kurs, durch die Teilnahme, wenn man VCP, also zertifizierungstechnisch unterwegs ist und VCP 2019 ist, ist man automatisch durch die Kursteilnahme auch schon VCP 2020. Auch ein guter Punkt. Ich werde nicht alles hier durchgehen, aber wer Interesse hat, die auch an Webseiten zu finden, auch Grundlagenkurs, Install Configure Manage, dann der Optimize und Scale. Jetzt macht da weiter, wo der Install Configure Manage aufhört, sodass man in 10 Tagen auch mal all das mitbekommt. Oder wer jetzt nochmal ein bisschen mehr Zeit haben möchte, hier wird dann auch noch Microsoft ADFS nochmal erklärt, Trusted Authority, haben wir uns dann da auch ganz gut mit beschäftigen. 2,5 Stunden lang allein nur Trusted Authority. Plus das nochmal im Labor halt nachzustellen. Das Tool gibt es uns auch noch über die Kommandozeilenebene.
Und der zweite Part sind dann die Performance-Aspekte, die der Kurs noch mit behandelt. Rhythm ursprünglich aus dem Performance-Workshop ist eigentlich da ein bisschen standardisiert worden in der letzten Kursversion. Also auch dieser Workshop ist dementsprechend auch schon mit gelauncht. Troubleshooting, auch da wird es eine 7er-Version geben. Der soll dann nächsten Monat mitkommen. Insofern sind ja auch schon einige Termine dann mit aufgesetzt für Ende Juni. Das wird gleich aufgebaut. Auch da ein hoher praktischer Anteil. Szenarien, die dann beschrieben werden und vielleicht von Skripten eingebaut werden. Und jetzt wegen Voraussetzungen, dass ich natürlich dann auch die Technologien halt kenne, damit ich dann sinnvoll auch Troubleshooten mit damit kann. Ja, das wären mal kurz und knapp die Kurse beschrieben, die es aktuell gibt. Oder vielleicht den einen nochmal, den ich auch genannt habe. Auch Design Workshop oder den unten ist nicht als aktualisiert gekennzeichnet, hier als letztes zu erkennen. Das ist der vSphere with Kubernetes, der 3-Tages-Workshop, auch der wird dann voraussichtlich erst übernächsten Monat gelauncht werden, also im Juli, wie wir sehen. Der ist dann wirklich neu. Also auch da keine Angst, so entwickelt, auch wenn man sagt, ja, mit Container habe ich noch wenig bis gar nichts zu tun, ich bin auch nicht zwingend Programmierer, ist halt mit der vSphere-Brille entwickelt, also aus Admin-Seite auch mit dabei, wo ich zumindest mal die Grundlagen nochmal erklärt bekomme, um das Ganze auch. Und natürlich auch sehr an die Cloud halt mit angelehnt, weil auch bei VMware letztendlich das ohne Cloud-Konstrukt nicht sinnvoll abbildbar mit ist. Ja, und als zusätzlichen Punkt Thema Zertifizierung. Für die das relevant ist, auch hier bleibt fast alles beim Alten. Schicke das auch mal in den Chat mit rein. Der Link zur Webseite von VMware. Auch in den 7er Versionen gibt es dann einen Zertifizierungstrack, aber es gibt noch keine 7er Prüfung. Weil die Logik ist ja ein bisschen verändert worden. Wenn wir uns zertifizieren lassen wollen im Data Center, Virtualisierungsbereich, dann haben wir dementsprechend hier, na, ist da verrutscht, haben wir dementsprechend hier die Möglichkeit, uns zum VMware Certified Professional 2020 zertifizieren zu können. Und dafür wäre es einmal zwingend Voraussetzung, was hier unter Punkt 1 steht. Klar, ich soll mich mit vSphere auskennen, macht irgendwo Sinn. Ein halbes Jahr oder ein Jahr mindestens mitgearbeitet zu haben, ist die offizielle Empfehlung. Wird nicht kontrolliert werden, aber doch recht hilfreich. Dann einen der folgenden Kurse besucht zu haben. Das kann man sich aussuchen, auf welchem Level man einsteigen möchte. Aber sagt man, ich mache das schon ein paar Tage. Und da sind die neuen 7er Kurse halt auch aufgenommen worden. Auch ein Fast-Track-Kurs, habe ich jetzt nicht so explizit erwähnt, wenn das alles mal zu langsam ist oder ein bisschen komprimierter haben möchte, gibt es das auch in der 7er Version wieder als Fast-Track-Edition. Wenn ich auch die Voraussetzungen erfülle, dann müsste ich einmal eine Foundation-Prüfung absolvieren. Und die basiert weiterhin auf Version 6.7. Auch die soll im Laufe des Jahres noch angepasst werden, voraussichtlich dann auf die 7er Edition. Deshalb mal einen Blick auf die Webseiten zu werfen, wann das geschieht, dass man dahin auch nicht den Zug verpasst oder eventuell sich auf 7 noch vorbereiten müsste. Und dann zum Schluss, nach der Foundation-Prüfung kommt dann noch die VCP-Prüfung, wo man ja sonst zum Testcenter hingehen müsste. Da aus aktuellen Anlass aber weltweit die Testcenter ja primär geschlossen sind, könnte ich mich jetzt hier anmelden mit meinem Account und das ist auch neu, man kann diese Prüfung jetzt auch online mitmachen. Also auch da haben sie zumindest probiert, eine Lösung mit anzubieten für diejenigen, die jetzt dann akut oder zwingend aus Partnerstatusgründen anderen dann halt auch die VCP-Prüfung machen möchten oder müssen. Bisschen mehr ins Detail gibt es auch die PDF-Files, da steht es ein bisschen genauer mit drin, wie lange die Prüfung dauert, wie viele Punkte man erreichen kann, 500 Punkte, Passrate bleibt auch weiterhin bei 300 Punkten. Was ich halt interessant finde, ist der Punkt hier oben, was ich eben gerade schon erwähnt hatte. Wenn man schon VCP-Status hat, VCP-Status auf 2009er Basis ist, dann gibt es halt hier eine neuere Option.
Also Option 1 ist, ich mache eine Prüfung, eine Delta-Prüfung oder die große Prüfung. Oder die Option 2, es würde jetzt auch ausreichen, eine der Kurse zu besuchen, aber eher mit Liebäugel, eventuell den Weiß-New-Kurs sich anzuschauen. Das am Ende des Kurses nach 300 Tagen automatisch auch, ohne dass man eine Prüfung nochmal wirklich machen muss. VCP 2020. Und auch hier dasselbe wie im letzten Jahr, der VCP-Status läuft nicht mehr ab. Das wäre auch ein gutes Announcement im RAS Februar letzten Jahres. Da haben sie diese Regel dann auch mit abgeschafft, die wir ja seit den 5er Versionen bedingt bekommen hatten. Ja, das erstmal soweit dann auch nochmal zum Abschluss zum Thema Zertifizierung. Also mit anderen Worten, Changes sind hier recht überschaubar. Kursportfolio dann halt nochmal leicht mit angepasst an der Stelle. Ja, als kleiner Abschluss. Kommen wir sonst dann noch einmal zum Lab. Kleine Demo Nummer von 7. Sieht das Ganze jetzt optisch aus? Noch keine Zeit, vielleicht einen Blick drauf mit zu werfen. Also, wie wir auch hier sehen, also das erste Mal einloggen. Also, ich bin jetzt im Newsfeed-Client eingeloggt. Sieht es mal fast identisch mit aus, zur 6.7er Version. Einige Parts haben sich da schon noch mal mit verändert. Aber erstmal so das gewohnte Look and Feel, ja, ist gleich geblieben. Hier oben haben wir unsere vier verschiedenen Ansichten, die Host- und Cluster-Ansicht, mit der Maschinenansicht und so weiter. Jetzt alles halt noch mit da. Oder, wo es gerade aufpoppt. Hier der Scala Health Check, das ist hier Basic Health Check, der mal kurz erwähnt worden ist. Wo dann dementsprechend jetzt der Abgleich erfolgt. Und ob mein System irgendwelche Auffälligkeiten dementsprechend hier mit hat an der Stelle. Ja, da haben wir vermutlich die CPU. Also, was wir gerade sehen, vielleicht erstmal kurz zur Erklärung. Das hier ist Scala Health Check. Das heißt, ich habe jetzt hier gestattet, dass meine Daten vom vCenter abgeglichen werden. Also Compliance Check mit der Firmware gemacht wird. Hier sind 91 Checks gemacht worden. Alles erfolgreich durchgelaufen. Aber ein paar kleine Auffälligkeiten gibt es. Und eine Auffälligkeit wäre an dieser Stelle hier das Thema, was uns ja im letzten und vorletzten Jahr bedingt berührt hat. Da kann ich jetzt hier ins Detail halt mitgehen. Und mich diese Thematik halt nochmal mit annehmen. Und die Einstellung, ohne jetzt hier näher darauf einzugehen. Das Side-Scaling, also wieder CPU-Scheduler. Die VCPUs dementsprechend verteilt, auch in Bezug auf Hyper-Threading. Da hat man dementsprechend ja auch da einige Changes mit gemacht. Also es ist ein sehr umfangreiches Thema, um sich jetzt aber erstmal halbwegs sinnvoll auseinanderzusetzen. Als ein bisschen Hinweis, Achtung, da ist was, was man selber noch nicht gemerkt hat. Oder die Security-Kollegen darauf angesprochen haben, dass hier dementsprechend darauf referenziert wird und genau erklärt wird, worum es sich faktisch hiermit handelt. Dann gibt es eine Entscheidungsphase. Bei den älteren Prozessoren von Intel ist ja ein Security-Issue aufgetreten, ein recht großes. Würde ich sagen, von knapp den letzten 10 Jahren waren alle Prozessoren davon betroffen, von 2009 bis 2018 mit an der Stelle. Also auch da mal als Beispiel zu verstehen, sowas fällt dementsprechend hier beim Scala Health Check dementsprechend auch schon mit auf an der Stelle. Dann der Lifecycle Manager. Hier sehen wir jetzt in die Darstellung, die wir auch blinkend schon auf den Screenshots gesehen haben, vorhin. Das heißt, hier ist die Home-Ansicht, in der ich jetzt die Image-Depots halt sehen kann. Image-Depot setzt sich dann zusammen. Hier haben wir aus dem Core-Hypervisor. Das wäre jetzt dann das Package, was von VMware stammt, also die E6-7er-Variante. Da gibt es ja bis jetzt nur eine. Und jetzt könnte ich dann anfangen, oder wenn es online schon direkt Add-ons halt gibt von den Herstellern. Und per Zufall, ja, zwei spielen schon mit bei dem Programm. Das HP, das ich vorhin genannt habe, oder halt Dell. Dann könnte ich halt auch diese Komponenten mit in mein Image halt mit aufnehmen und so weiter. Und da ich halt so ein Customized Image mit zu erstellen.
Alternativ könnte man sonst, wie gewohnt, hier oben unter Actions, dann dementsprechend noch Import mitmachen von den Repositories, dementsprechend dann neue Versionen zur Verfügung stellen oder wenn es direkt Link ist, ich habe immer zwei, drei Sachen vorbereitet gehabt. Ist auch kein echter Patcher. An der Stelle will ich das dementsprechend immer hochladen als Komponente, als Beispiel zu verstehen. Das wird den kleinen Augenblick mit dauern. Oder wenn halt neue Versionen halt mit rauskommen vom ESX-Server, kann man das gleiche machen mit der ESX-Server-Version, auch den Import dementsprechend dann hier mit zu starten an der Stelle. Und wenn das dann alles abgeschlossen mit ist, ich sage mein Image hier aufgebaut habe, alle Komponenten mit zur Verfügung stehen, dann könnte ich dann mal ein Beispiel im Cluster zu erstellen. Wenn ich jetzt einen neuen Cluster baue, gibt es dementsprechend, nein, kann das der das dann ein Cluster haben. Dann dementsprechend hier ein Cluster mit, für dementsprechend die Cluster-Features aktivieren, die ich dementsprechend haben will. Und der Prozess hier unten abgeschlossen ist, dann wird an dieser Stelle hier, würden dann die Images auftauchen, also zu dem Zeitpunkt das Core-Image mit dabei. Ich kann meine Komponenten auswählen, ich kann halt weitere Add-ons mit auswählen, jedenfalls auch Treiberunterstützung mit auswählen. Dann gelten sie dementsprechend für den gesamten Cluster-Verbund mit an der Stelle. Das ist dementsprechend der Abschluss mit dabei. Und dafür brauche ich halt zwingend Version 7. Mit den älteren ESX-Servern wird das nicht machbar sein. Hat ja von ja kurz erwähnt. Und ich würde dementsprechend hier dann die Sachen 1 zu 1 halt mit hochladen an der Stelle. Das ist die Logik, weil er sagt, der Change, der sich dann halt damit mit ergeben hat. Ja, ansonsten auf dem Aufbau her ist auch sehr viel identisch mit geblieben zum Look und Feel. Oder die Content Libraries, von auch kurz mit erwähnt, nutzen auch nicht, also noch nicht so viele Kunden aktuell, eher in größeren Szenarien. Sind von Look hier auch gleich mit geblieben. Aber die Möglichkeit jetzt zu haben, halt einen Checkout zu machen des Images, also was wir gerade sehen, ist eine Content Library erstellt worden. Ich hätte hier dann dementsprechend ein Template hochgeladen, das will ich jetzt auch veröffentlichen. Und wenn ich jetzt mir die Versionierung und so weiter anschauen will, dann würde ich halt auf die Virtual Maschine oder auf das Virtual Maschine Objekt mitgehen, um einfach über die Virtual Maschine an sich dann zu sehen. Und dann sehe ich hier mein Template, also mein Template heißt hier SA-Firm Linux Template 01. Also das liegt jetzt meine Content Library. Jetzt veröffentliche ich es für andere Standorte. Und wenn ich sage, ja, ich möchte aber dieses Template jetzt aktualisieren, das, wo ich von draußen raus wollte, das war in der alten Version relativ aufwendig und komplex, das zu gestalten. Heute sehr einfach. Ich sage, diesen Status der Virtual Maschine, den konserviere ich kurzzeitig. Sage, ich checke einmal aus die VM, weil das Virtual Maschine Objekt hier ist ja kein Virtual Maschine Objekt mehr, sondern ein Template Objekt und das ist nicht modifizierbar. Jetzt löse ich das einmal raus. Und sagt, das ist hier ein ganz einfach Template 01. Und erstelle damit halt eine ganz normale Virtual Maschine im Endeffekt. Und da es eine ganz normale Virtual Maschine ist, brauche ich dementsprechend auch einen Host oder einen Cluster. Ob ich habe DDoS aktiviert, da kann man es auch so machen. Und damit würde die Virtual Maschine jetzt ausgecheckt werden. Wird hier unten erstellt. Das wird relativ schnell jetzt gehen. Das basiert jetzt auf der Link-Klon-Technologie. Damit sehe ich dementsprechend hier ein neues Objekt, mit dem Maschinenobjekt, hier mit so einem klaren blauen Punkt. Und das ist jetzt eine ganz normale Maschine, die man dementsprechend hier editieren kann. Das können wir ja alles mit den Settings und so weiter. Und wenn ich neue Devices haben will oder einen Change machen will, dann nehmen wir hier mal einen Watchdog oder einen Pre Position Clock auch noch mal hinzu. Habe ich beides mit dabei. Mache ich jetzt hier den Change an der VM oder wenn ich noch Ressourcen anpassen will, kann ich das dann auch noch mal an der Stelle halt machen.
haben wir von 6 auf 8 GB erhöhtes Memory. Können aufs Betriebssystem gehen, also jetzt geht es nicht, weil, ja, mein Fehler, da ist noch ein Feature mit drin. Gar nicht aufgepasst. Dann zu dem Zeitpunkt sagen, jetzt habe ich den Change mitgemacht, man muss eigentlich einen Change nacheinander machen. Wenn ich zwei Changes gleichzeitig mache, kriegt man hier so ein specific Parameter mit dabei. Das soll jetzt in den nächsten Releases auch gefixt werden. Das ist noch ein Bug im vCenter, aktuell bei den Templates. Und wenn ich Changes hier gemacht habe, dann sage ich zum Schluss auch mal Check-in vom Template. Und damit der Status, den ich halt jetzt gemacht habe, wieder eingecheckt werden. Und ich kriege einen neuen Status meines Templates innerhalb der Content Library, der dann jetzt aktualisiert wird. Sagen, der alte Status war dieser hier. Template 01 in Klammern 4. Jetzt sagt das System hier: Achtung, das ist nicht dein aktueller Status, sondern der neueste Status, den du gerade eingecheckt hast, den findest du jetzt unter Template 01 in Klammern 0, Klammern 5. Und jetzt sehe ich hier den neuen Status, hätte ich noch eine Version zum Hinschreiben können, was das neue Template mit beinhaltet. Und sage ich meine Versionierung dann. Ich hatte es ja gestern Abend schon mal vorbereitet. Version 1.1, 1.2. Oder wenn ich Version halt nicht mehr brauche, dann kann ich sie auch löschen. Und deshalb, wo ich von anmerke, ist fast zu vergleichen dann mit dem Snapshot-Match, den wir ja auch alle von den FMs ja jedenfalls mehr kennen. Oder ich sage, oh, das war nichts. Der Change, das war. Worst Case Szenario, dann kann ich auch sagen, springen wieder zurück. Und ich hätte gerne den alten Status in Direktheit wieder hergestellt. Und da wird das Template dann wieder in einen neuen Status verwandelt, aber was dem alten Status Version 1.2 mit entspricht und so weiter. Also eine deutlich bessere Versionierung, die hier abbildbar mit ist. Ja, das war so als sehr kleine Demo, beziehungsweise so zwei, drei Punkte auch mal gesehen zu haben, wie das in der neuen Oberfläche mit aussieht. Wir sind auch schon beim letzten Punkt sagen angekommen werden. Und dazu muss ich an meinen Chat mitschauen. Moment. Ob wir noch ein, zwei Fragen noch mal klären können. Achso, Frage einmal, ob man das Image dann nicht mehr auf dem USB-Stick oder SD-Karte installieren kann. Doch, kommt man schon. Allerdings, ihr müsst halt mindestens 40 GB groß sein. Also, das wäre halt schon noch mit machbar. Und eine kleine SSD halt mit zu nehmen, weil eine große Harddisk einzubauen, gut, kann man natürlich auch machen, sozusagen den alten Weg wieder zurück mitzugehen. Also, den Punkt kommt mal aus einer Frage, ja, auch von einer Stunde ungefähr. Das ist auch abbildbar. So, dann noch eine Frage von Herrn Gundlach. Ist NSX in vSphere 7 enthalten? So nicht. Also auch das vSphere NSX bleiben halt nochmal separate Produktschienen, aber ich kann es als Bundle halt indirekt mit kaufen. Nochmal die Frage bitte. Kannst du mal die. Wann die. Achso, die ist schon GA. Also seit April letzten Jahres. Letzten Jahres, dieses Jahres, jetzt geht's los. Das kurz vor Mittagessen. Also März wird es offiziell freigegeben, downloadbar ist sie seit letzten Monat, also seit April, kann man schon die 7er Version offiziell nutzen und auch viele Hersteller, die dementsprechend schon ihre Server und so weiter dementsprechend mit supported haben an der Stelle. Jetzt hoffe ich, habe ich keine Frage übersehen. Gab es noch eine Frage, wie es beim Standsystem mit 8 GB aussieht, wann man dann eine Festplatte nachrüsten muss? Man sollte. Ja, sollte man mal sonst einen RAM-Disk aufbaut und proportional das Ganze kleiner aufbaut. Das wird aber auch der Pre-Check schon mit machen. Also es gibt vorher, ob die Hardware-Voraussetzung, sprich genügend Kapazität halt mit ist. Also Neu-Deployment braucht mindestens dann 40 GB. Ansonsten passt das proportional an. Habe ich jetzt mit da auch schon beim Kunden einmal gemacht. Also wir auch von abgekommen, haben ein neues Device genommen, eine lokale SSD neu eingebaut und dann haben darauf das Ganze deployed. Ist der saubere Weg. Also auch für Coming Features sollte es dementsprechend dann möglichst auch die empfohlene Größe mit sein. Aber andersrum, mehr gibt es halt trotzdem Möglichkeit zu sagen, dass wir hier ein Upgrade machen können, auch mit einer aktuellen Architektur, wenn die lokalen Kapazitäten eigentlich ausreichen, damit eben direkt ein RAM-Disk gebaut werden. Hat auch der William Lem,
auf seinen Webseiten, das ist vielleicht auch bekannt, wie immer Mitarbeiter, wie die Webseite Virtual Ghetto, da noch einen ganz guten Blogeintrag mit dazu, weil auf den offiziellen Webseiten zu VMware gibt es da Requirements und das sind die, die ich auf dem Slide einmal kurz aufgelistet hatte. So. Es gibt noch eine Frage, ich kann hier noch mal kurz vorlesen. Muss bei einem Status Double VCP, DCV und VCP DTM, VCP DCV DTM jeweils eine neue Prüfung absolviert werden, damit man den Status 2019 bzw. 2020 erhält? Ganz klares Jein. Also ich muss den aktuellen Status, und da geht man am besten auf die Webseite rauf, wo ich hätte jetzt ja nur gezeigt, wie wir es für den vSphere-Bereich halt machen. Und auf derselben Webseite kann man dementsprechend auch, wenn ich jetzt aus dem DTM-Bereich unterwegs bin, also für Desktop Mobility eine Zertifizierung habe, auch die Voraussetzungen dementsprechend nochmal verifizieren, weil ich teilweise auch vSphere-Voraussetzungen halt damit brauche. Also im Endeffekt, von meiner Seite her, es läuft kein Zertifikat ab. Das ist die Frage, ob ich dann als Partner dementsprechend eventuell eine Aktualisierung halt mit bräuchte an der Stelle. Und dann gab es noch eine Frage. Ab welcher Version sind Kubernetes und Docker Services enthalten? Ab Version 7, aber es gibt eine spezielle Version, wie es für das Kubernetes, also auch extra zu lizenzieren, also extra Lizenzierungsmodell, sagen wir es mal so rum, weil ich dann auch noch die ganze Cloud Foundation dafür brauche. Ich sehe gerade auch keine weiteren Fragen. Wenn es noch Fragen gibt, haben wir noch Zeit für weitere Fragen oder? Ja, und zwar, wenn noch Fragen von Ihrer Seite sind, dann. Okay, das sieht nicht so aus. Ja, dann wird auch so halbwegs zum Mittagessen. Das haben wir 12 vor 2. Dann dementsprechend auch pünktlich fertig, je nachdem, wo Sie dann gerade sind, im Homeoffice oder vielleicht auch schon in der Firma, dass man eine Kleinigkeit noch mit hat. Dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie zumindest dann die anderthalb Stunden dann hier dem Webinar mit gefolgt sind. Wenn noch Fragen sind oder ähnliches oder auch in Bezug dementsprechend dann auf das Kursangebot, gerne auch an die fast Ansprechpartner dann noch drauf zurückkommen. Die helfen dementsprechend da gerne auch mit weiter. Ja, in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und vielleicht trifft man sich dann mal persönlich in einer Workshops oder auf der VMworld. Vielen Dank.